Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Lach. Was behindert mich eigentlich in meinem Wachstum im Glauben? Was hindert eigentlich in meinem Leben, dass der Glaube größer werden kann, dass ich kleiner werden kann, dass ich mehr erfahre von Jesus, ihn mehr liebe, mehr auf ihn zugehe und mehr aus seinem Wort heraus die anderen Menschen liebe und das Leben so lebe, wie er es für mich vorgesehen hat? Paulus sagt einmal: Euch aber lasse der Herr wachsen und reich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch lieben. Es ist wichtig, dass wir immer wieder vom Herrn dieses Wachstum erbitten, dass er uns die Kraft gibt, wachsen zu können und wir es auch zulassen, dieses Wachstum aus dem Glauben. Wie oft beschneiden wir uns selber, indem wir meinen, wir selber können es besser. Wir brauchen das Wort des Herrn gar nicht. Wir brauchen sein Wort nicht, weil wir es doch schon längst verstanden haben und wissen, wie es umzusetzen gilt. Der Herr lasse uns wachsen im Glauben, ist diese Bitte des Paulus. Lassen wir sie heute an uns heran und bitten wir den Herrn, weiter wachsen zu können, im Glauben größer werden zu können, damit das in uns abnimmt und kleiner wird, was uns voneinander und vom Herrn trennt. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, du willst, dass wir weiter wachsen auf dem Weg unseres Glaubens, dass wir immer mehr von dir annehmen und immer mehr von uns zurücklassen. Hilf uns, dass unser Herz groß wird vor Liebe zu dir, vor Liebe zu den Mitmenschen, und schenke uns die Kraft, aus dieser Liebe so zu leben, dass jeden Tag mehr Wachstum möglich wird. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.